Pierre M. Krause ist auf großer Expedition. Kommen Sie mit und begleiten Sie ihn an die Nordsee. Magische Inseln, raue Küsten. Ein unbekanntes, neues Land. Eine Reise wie gemacht für Pierre M. Krause. Ah, Sylt. Die Insel der Reichen und Schönen. Endlich mal was mit Glamour, ne? Endlich mal was mit Stil. Sylt, das ist ein Ort, da gehören Typen wie ich gehören dahin. Ja, Pierre, allerdings, wir fahren gar nicht nach Sylt. Das ist die Fähre nach Pellworm und morgen sind wir in Kotzenbüll. Pierre M. Krause dachte, er habe alles gesehen und alles ausprobiert. Er hätte jeder Gefahr ins Auge und jeden Abgrund hinuntergeblickt. Doch dann kam er nach Tarting auf Eiderstedt. Da springen Leute mit einem Stock über einen kleinen Graben und feiern es mehr als ein Public Viewing von der EM. Irgendwas ist hier in der Luft. Wofür sind die Dinger denn? Unsere Gräben sind nicht so wie heute so schön leer. Da musste man zum Teil mit dem Krückstock über die Gräben springen, um zum Nachbarn zu kommen. Wäre eine Brücke zu progressiv gewesen? Wir haben hier eigentlich sehr großen Zuspruch immer. Ja, ich sehe das. Das ist hochinteressant, ja, dass da so viele Leute mit dem Stock über den Graben springen. Ja. Und das geht nur darum, mal mit dem Stock über den Graben zu springen. Einfach mit dem Stock über den Graben zu springen. Ja, genau. Und da kommen jetzt 40 Leute. Es ist nicht so viel los hier, ne? Bitte was? Einmal springen. Aber wie einmal springen? Ja, soll er gerade. Ja, machen wir, ja, ja. Jetzt soll er springen hier. Springen wir halt. Warte mal, ganz kurz. Wo ist denn Lukas? Willst du nicht tatsächlich auf die andere Seite jetzt, wenn wir es jetzt schon drehen? Mein Erster. Also mein Erster. Das wäre schon wichtig. Ja, damit wir da beide Perspektiven haben für diesen spektakulären Sport, mit dem wir diesen Film abschließen. Es ist kein Sport, was ist dann? Es ist kein Sport. Spaß. Was ist dann? Ich hab's ja erklärt, das Ding ist dafür da, um den Nahverkehr besser ausüben zu können. Ah. Nahverkehr kann ich sehr gut ausüben. Ist das schwer, Lukas? Ja, sehr. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Bürgermeister hier im Dorf. Sie sind der Bürgermeister? Ja, ja, ja. Der Bürgermeister klotet noch selber. Ja, ne? Toll. Links der Kopf und rechts beide Beine. Was, beide Beine rechts und der Kopf links? Aber der Kopf links, beide Beine rechts. Doch nicht umfassen zwischendurch. Und dann ganz entschlossen dahin. Ich bin euer neuer Bürgermeister! Ich hab dich richtig gemacht? Ja. Nein. Oh Gott, er hat es nicht richtig gemacht! Aber am Ende habe ich ja den Graben überquert. Ja, richtig. Werden wir aber 2 Meter breiter mit dem Graben, wären Sie nicht mehr rübergekommen. Das ist ein okay, wäre ich 3 Promille breiter, wäre ich auch nicht rübergekommen. Lenz gibt's nur auf dieser Seite. Ich brauche eure Unterstützung. Hey, 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 so geht's jetzt weg. Hey. Das war das Spektakulärste, was ich je in meiner 40-jährigen Fernsehkarriere erlebt habe. Das ist nicht mehr steigerbar. Ich gehe jetzt ein Bier trinken.